Wir melden uns zurück von Sardinien und wir stehen im absoluten Nirgendwo. Um hierher zu kommen, waren wir ungefähr 12 Kilometer abseits der Straße unterwegs, im ersten Gang mit der Untersetzung drin, um diesen Ort zu erreichen. Denn er ist wirklich ein Lost Place, quasi der Inbegriff. Lost Place ist immer eine sehr unbestimmte Zeitspanne, aber letztendlich dann doch ein von Menschen verlassener Ort. Und an diesem befinden wir uns heute. Und bevor wir das hier alles gemeinsam mit euch erkunden, was ihr jetzt noch nicht seht, gehen wir in die Luft. Ich erzähle euch ganz kurz, wo wir hier sind und um was es sich handelt. Und dann schauen wir mal, was es mit der ganz spektakulären Villa hier auf sich haben soll. Los geht's! Hier am Fuß des Berges Montenaba befindet sich das gleichnamige Arbeiterdorf Montenaba. Heute wirkt es hier eine Geisterstadt. Jedoch war das nicht immer so. In diesem Dorf haben 900 Arbeiter in einer Mine gearbeitet. Kilometerlange Tunnel, 14 verschiedene Ebenen, die bis zu 500 Meter tief waren. Das gute Blei- und Silbervorkommen ist hier bereits seit dem 18. Jahrhundert bekannt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es hier zu einem der Hauptvorkommen. Das Dorf selbst wurde 1864 erbaut. Es war eine echte Kleinstadt. Es gab ein Telefon, Strom, Häuser für Angestellte und Manager, ein Krankenhaus, eine Schreinerei und eine mechanische Werkstatt. Die Gebäude sind stark eingestürzt heute. Das Dorf selbst ist verschüttet. Vieles ist heute nicht mehr zu erkennen. Erdrutsche und Überschwemmungen, welche durch starke Regenfälle ausgelöst wurden, begraben Stück für Stück das Dorf. Zum Ende des 19. Jahrhunderts geriet die Mine aufgrund der Verarmung der Adern und der Konkurrenz durch andere Silberminen in Konkurs. Einige Schächte wurden geschlossen, aber es wurde weiter geforscht. In der Hoffnung, andere, neue Adern zu entdecken. Im späteren Verlauf ging diese Mine von Firma zu Firma über. Im Jahr 1935 wurde der Mine die Konzession entzogen. Das bedeutete das endgültige Aus. Früher war hier kein Kies, kein Schotter, kein Schlamm. Es war grün und es gab Laufwege. Mittlerweile ist das Dorf vollkommen verschüttet. Es gibt auch noch einen anderen Weg hierher, welcher nur etwa 5 Kilometer mit dem Auto beträgt. Er ist nicht unbedingt besser, aber einfacher zu erreichen. In der großen Villa mit den schönen Malereien befand sich damals das Verwaltungsbüro, welches wir uns gleich anschauen. In der Zeit des Ersten Weltkrieges war ein österreichischer Gefangener hier untergebracht. Um etwas gegen die Langeweile zu machen in seiner Gefangenschaft, fing er an, die Gebäude mit Wand- und Deckenmalereien zu verschönern. Es wird langsam dunkel, daher haben wir die Flutlichter schon an. Und wir erkunden jetzt mit euch hier dieses kleine Dorf. Man sieht das Geröll überall. Bestes Beispiel eigentlich da drüben, eigentlich egal wohin man schaut. Das Haus ist fast vollständig begraben. Hier haben Menschen früher gelebt und gearbeitet. Jedoch die Erdrutsche und auch die Wassermassen haben das Ganze hier zerstört. Ein ganzes Dorf, ein wirklich apokalyptischer Ort. Und es soll hier ja diese Villa geben mit ganz, ganz tollen Malereien. Das ist das Gebäude hinter dieser Werkstatt. Und wir sehen hier auch auf der rechten Seite, da oben sieht man auch so ein paar an der Wand, diese Metallstreben. Falls ihr wisst, was das genau ist, schreibt das mal gerne in die Videokommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Aber hier vorne sehe ich noch was, das habe ich eben noch nicht gesehen. Es wird ein bisschen geklettert hier, aber ihr seht, das ganze Dorf ist voll mit Geröll. Hui, fast auf der Schnauze gelegt. Hier oben ist so ein richtiger Kran quasi. Boah, die Ketten. Ich gehe mal da runter weg. Das ist eigentlich ziemlich dumm, wenn das runterkracht. Hier gibt es ja nicht mal mehr ein Dach, ne? Es sieht schon beeindruckend aus, ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie vor Jahrzehnten die Menschen hier gearbeitet haben. Es roch nach Öl und es war so ein bisschen rauchig vielleicht. Es ist schon ein mega großes Gerät. Wollen wir jetzt hier kurz durchgehen? Ja, ne? Ich glaube, in der Sekunde fällt es jetzt nicht vom Dach. Ui. Das werden Werkstätten hier gewesen sein, in denen gearbeitet wurde, oder Industriehallen. Und auch hier vorne ist eine. Ich weiß, ich habe mich eben schon mal gefragt, als ich hier die Filmaufnahmen aus der Luft gemacht habe, was hat das mit dieser Stange da eigentlich auf sich? Falls hier wieder eine Gerölllawine runterkommt, dass man das Haus wiederfindet? Nee, warum? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne rein. Das Haus hier ist noch ein bisschen
weniger begraben als die dahinter. Aber dass diese Villa so verschont wurde, ist schon echt ein Wunder. Guck mal, jetzt sind wir mittendrin in der Werkshalle, ne? Und es ist total eindrucksvoll. Hier ist noch irgendetwas, womit mal gearbeitet wurde. Und hier ist die nächste Werkshalle und das ist heftig, ne? Die ist fast komplett weg. Wow. Also wir laufen hier auf vielleicht, ja, einen Meter Geröll, der hier den Berg runterkam. Ich schneide euch an der Stelle auch noch mal was rein. Dann habt ihr noch mal eine kleine Weitsicht in diese Richtung. Da oben steht ja auch noch ein Gebäude, das seht ihr jetzt. Und da hinten sieht man, wie der Schlamm quasi und wo das Wasser immer wieder herunterkommt vom Berg. Und hier ist die Villa. Und die Villa ist irgendwie gefühlt die einzige, die irgendwie verschont ist, ne? Zumindest zum Teil. Und die soll eigentlich ganz schön sein. Und oh ja, sie ist es auch. Oh, noch nicht so viel verraten. Echtes Gekletter. Cool, ne? Soll ich das Licht mal dunkler machen? War gut, ja? Sieht schön aus, ne? Hier ist ein Riss in der Gebäudewand. Nee, warte mal. Nee, hier lang lieber nicht. Da geht es nämlich direkt in den Keller quasi. Guck mal, die sieht auch echt schön aus. Wow. Ich finde es immer beeindruckend, was sich so noch verbirgt, ne? Und das hier ist wirklich ein Ort, den Menschen nicht mehr aufsuchen. Wenn du hierher willst, musst du es wollen. Du kommst nicht aus Zufall hierher, sondern nur, wenn du es wirklich willst. Ich gehe jetzt mal schon mal vor. Ja, hier geht's weiter. Ganz am Rand. Man sieht, ich weiß nicht, ob man es im Kameralicht schon, im Kamerabild sieht, aber der Boden ist ungefähr schon 10 cm in der Mitte tiefer als an den Seiten. Das heißt, an den Seiten lang gehen kann man noch machen, ist aber auch nicht sicher, aber sicherer als mitten drüber zu gehen. Ich denke auch mal, dass das die Villa war, dass hier der Big Boss gewohnt hat. Kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, hier ist das auch sehr, sehr schön. Auch eine ganz eigene Art und Struktur, ne? Wow. Tja, dass eine Villa mit diesen Malereien hier noch im Nirgendwo steht. Schon unfassbar. Hier drüben sind keine mehr. Da ist schon die ganze Geschichte runtergekommen. Also ich find die Villa ganz schick eigentlich, ne? Also so mit den Malereien. Das ist ja leider nicht mehr viel über. Ich guck mal eben hier ganz kurz um die Ecke. Ja, hier vorne ist leider das Dach runtergekommen, ne? Aber die Villa ist der Vegetation ja vollkommen ausgesetzt. Also hier ist ein Kamin, da drüben ist derselbe Kamin nochmal. Wir gehen da jetzt aber einfach aus Risikogründen nicht rüber. Weil wenn uns hier etwas passiert, kann uns keiner helfen. Es weiß nämlich auch keiner, wo wir hier sind. Selbst wenn du jemandem die Koordinaten gibst. Und dann? Ich gehe mal hier kurz schauen. Hier unten im Keller, an diesem Raum, kann man sehen, wie das Gestein damals hier reinkam in das Gebäude. Das ist so eine Art Vorratsraum und ich finde das gerade sehr beeindruckend. Hier unten liegen noch Glasscherben von einem Fenster. Und das ist diese ganze Geröllmasse, die in diesem ganzen Raum liegt. Und hinten sieht man richtig, wie das durch die Fenster kommt. Jetzt mal Position wechseln, das ist hier echt eng. Kann man das sehen? Da kann man nicht gucken. Ach, da,
das Viereck, ne? Da hinten, genau. Da, ja. Genau, da sieht man richtig. Das ist ganz schwer hier gerade, weil wir nur so ein Winkel. Mini. Ach, scheiße. Auch nicht. Auch nicht. Nö. Ja, naja, ja. Ja, man sieht's. Da hinten. Okay, da ist das alles durchs Fenster gekommen. Hier sieht man auch noch ein bisschen. Das kam aber von vorne rein. Oder von hinten. Ja, die Balken sehen aber noch ganz ordentlich aus. Die sehen auch ganz vernünftig aus. Da kann ich jetzt mal nichts meckern, ja. Ja, die Gitter vor den Fenstern, typisch Italien. Aber ja, hier sieht man das auch. Hier ist alles voll Wurzeln und so. Auch da sieht man so eine Wurzel. Also hier ist damals das ganze Zeug. Bier. Boah, ist hier gerade gar nicht mehr. Hier hat aber irgendjemand Bier getrunken und das hier hingeschmissen. Hier sieht man, wie die Wurzeln und das Gestein und alles hier reingeballert wurde. Krass. Das sind Naturkräfte. Und die Natur, die macht ja auch bekanntlich, was sie will und was sie für richtig hält. Und somit wurde hier auf Sardinien dieses ganze Dorf verschüttet. Mit Fabriken. Ja, man stolpert hier und da mal ein bisschen. Oh. Und allem, was dazugehört. Und da hinten sieht man unser Auto leuchten. Auch diese großen, urigen Pflanzen, ne? Sehr schön. Natürlich pilgert der eine oder andere hier mal her. Aber hier scheint regelmäßig das Wasser einzuziehen. Wow. Hier war mal eine richtige Kleinstadt, ne? Und jetzt ist hier einfach gar nichts mehr. Die Berge sind sehr hoch außen drumherum. Es ist hier in einem Tal. Das ist natürlich auch den Preis, den man dann zahlt, wenn man hier sein Dorf errichtet. Wir können hier nochmal ein bisschen spionieren. Was sind das für Tiere? Keine Ahnung, ich habe nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Wie im Dschungel. Ja, das Dorf ist natürlich komplett brach. Hier liegt kein Stein mehr auf dem anderen, wortwörtlich. Aber wir haben gedacht, diesen Ort, an denen wir uns auch so lange vorgekämpft haben, zeigen wir euch einfach mal. Weil ich glaube, es einfach ein Einblick ist, den man nicht bekommt. Außer man ist natürlich hier. Aber ansonsten ist es sehr schwer, hier solch einen Einblick zu bekommen. Weil das natürlich echt abgelegen ist, ne? Ja, hier kann man ja noch. Man sieht, dass das Geröll genauso hoch da drin ist wie hier draußen. Ne? Hier direkt, wo wir geparkt haben, ist auch noch ein Gebäude, was sogar relativ intakt aussieht. Hier sind aber auch schöne Steine dazwischen. Ne? Obwohl jeder, der eine Verbindung zu diesem Ort hat, wahrscheinlich keinen Stein als schön anerkennen. Hier sieht man noch die Eingangstreppe. Aber das, auf dem wir gehen, ist alles verschüttet. Ne? Das war mal tiefer.
finde Zeitreise. Also irgendwer wird sich ab und zu niederlassen. Da haben sich irgendwie welchen Stuhl, Tischdings gebaut. Die sehen relativ neu aus, ne? Ich meine, gut, die sehen auch nach 5 Jahren so aus. Die sehen auch nach 10 Jahren so aus. Aber vielleicht wollte man ja hier mal was machen. Möglich ist es. Nee, die Steine sehen da drüben genauso aus, aber da ist das Dach runtergestürzt. Die sehen da drüben genauso aus. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns hier immer Dienstag, Donnerstag und auch ab und zu am Sonntag.